Ein großartiger Erfolg meiner neuen Erziehungsmethode. Aber entschuldigen Sie die Unterbrechung. Wo waren wir doch stehen geblieben? Am Morgen, als Lightman hingerichtet werden sollte, war der Scharfrichter betrunken. Ja, vollkommen betrunken, Monsieur. Das ist allerdings nie wieder vorgekommen. Das war Lightman ja auch egal. Ja, er wurde dann begnadigt, lebenslänglich, nach Cayenne. Auch keine Erholung. Nein, nein, er ist ja dann auch ausgebrochen und geflüchtet. Hören Sie doch endlich mit dem Putzen auf und verschwinden Sie. Die Hauptsache ist, dass Sie, wenn andere Journalisten kommen, Ihnen keine Informationen geben, wegen der Konkurrenz. Aber darauf können Sie sich fest verlassen, Monsieur. Übrigens, Sie haben ja die gesamten Unterlagen. Da gibt es keine Duplikate mehr. Gut, und nochmals herzlichen Dank. Ich möchte mich nun verabschieden. Bleiben Sie noch länger in Toulouse. Ich meine, falls mir noch etwas einfallen sollte. Nein.